Draco Malfoy, den wir immer gehasst haben. Und gleichzeitig erfahren wir bei ihm so eine Menschlichkeit, dass er total einsam gerade ist und er ist total verzweifelt. Aber es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, so Hokus Pokus Fidibus, Seele sei entzwei. Nein, man muss etwas tun, was die Seele entzwei reißt, so wie man das in der Realität macht. Und deswegen stehe ich auch ganz kritisch den Ideen von Fans gegenüber, dass man ja eine Serie über seine Vergangenheit machen könnte oder so. Weil nein, das möchte ich nicht. Er hat einen schrecklichen Fehler gemacht, er hat es eingesehen und ich bin mir 100% sicher, dass ich ihm vertrauen kann. Und er sagt Harry immer nicht was, das ist eine Sache zwischen Professor Snape und mir. Aber es ist so eine Sache, wo wir immer wieder denken, was hat es nur mit Snape auf sich? Ist er jetzt auf der Seite der Guten oder nicht? Luna Lovegood als Kommentatorin beim Quidditch ist mein absolutes Highlight von diesem Buch. Ich sehe die Vergangenheit von Voldemort relativ kritisch in diesem Buch und einer der größten Plot-Twists der ganzen Reihe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Potter-Talk. Ja, Leute, jetzt geht's langsam echt aufs Ende zu. Ich habe den 6. Band gelesen, jetzt ist nur noch Band 7 vor mir. Echt krass, und dann ist es schon wieder vorbei. Ich habe tatsächlich eine Kollegin, die bis heute sagt, dass sie Band 7 nicht gelesen hat, einfach weil sie nicht möchte, dass es vorbei ist. Was ich verstehen kann, aber finde ich schon echt crazy. Ich wäre da viel zu neugierig für, könnte ich niemals durchziehen. Aber ja, bevor es soweit ist, rede ich heute natürlich erstmal über Band 6. Wir sind in der Muggelwelt, noch bevor wir Harry zum ersten Mal begegnen in diesem Band. Und wir sind beim Premierminister der Muggel, der sich damit konfrontiert sieht, dass ganz viele komische Katastrophen passieren. Brücken, die einbrechen, mysteriöse Hurrikane und so weiter und so weiter. Die Regierung, seine Regierung wird dafür verantwortlich gemacht. Aber er sieht sich nicht schuldig, er hat keine Ahnung, was da vor sich geht. Bis er dann erfährt, was da vor sich geht. Böse Zauberer, die im Verborgenen leben und jetzt Unruhe stiften. Und das ist voll die Scheißlage für ihn, weil er weiß jetzt Bescheid, kann es aber niemandem sagen, weil wer zum Teufel würde ihm schon glauben? Ich mag das Kapitel irgendwie mal so. Die ganze Geschichte der Harry Potter-Reise, die wir bis jetzt erlebt haben, aus der Sicht von einem Muggelminister nochmal erzählt zu kriegen, sozusagen, der selber keine Ahnung hat und dann immer in Kontakt mit dem Zaubereiminister ist, der ihm alles erzählt. So, und jetzt ist der Sirius Black ausgebrochen. Ach so, Sirius Black, ja, hat sich herausgestellt, er war doch unschuldig. Und ja, ist irgendwie ganz nett. Bis wir dann tatsächlich in diesem Kapitel erfahren, dass Fudge natürlich nicht mehr Minister ist, die Leute wollen ihn nicht mehr und jetzt haben wir Scrimgeour und wir schauen, okay, was wird denn wohl aus Scrimgeour werden? Im zweiten Kapitel sind wir dann tatsächlich mit Narcissa und Bellatrix bei Snape. Ich mag auch dieses Kapitel, das ist so richtig schön. Einfach mal aus der Sicht von den bösen Narzissa, die halt irgendwie eine Todesserin auch ist, aber gleichzeitig mega in Sorge um ihren Sohn ist und nicht will, dass ihm irgendwas passiert und deswegen ihn so stark beschützen will. Und natürlich soll uns dieses Kapitel mal wieder so richtig verunsichern. Warte mal, was ist denn jetzt mit Snape los? Wir sind ja in dieser Reihe gefühlt von hier nach dort geschwankt mit unserer Einstellung. Ist er jetzt auf der guten Seite oder auf der bösen Seite? Und jetzt zeigt uns dieses Buch mal wieder so, warte mal, soll das jetzt heißen, er ist doch auf der bösen Seite? Oder soll das nur wieder heißen, er ist halt einfach voll der krasse Doppelagent, der jetzt hier für Dumbledore spioniert? Aber er leistet ja einen unbrechbaren Schwur, das ist schon ziemlich crazy. Also da packt dieses Buch mal wieder dieses Thema krass bei den Hörnern und will uns halt mal wieder zeigen, ja, der ist ein merkwürdiger Charakter, bei dem man sich einfach nicht sicher sein kann, woran man mit ihm ist. Dann mochte ich das Kapitel mit Dumbledore und den Dursleys. Dumbledore als Ruhe himself mit den Dursleys, die halt so einfach die Dursleys sind, aber trotzdem von seiner Erscheinung total eingeschüchtert sind. Und dann mochte ich vor allem den Satz, wo er sagt, ich habe euch gebeten, dass ihr auf Harry aufpasst und ihn wie den eigenen Sohn behandelt. Ich habe euch einfach nur darum gebeten, aber ihr habt nicht getan, worum ich euch gebeten habe. Das einzig Gute, was man sagen kann, ist, dass Harry nicht die gleiche Misshandlung erfahren hat wie euer eigener Sohn. Und die Dursleys sind so, hä, what the fuck, was? Wir haben Dudley doch nicht misshandelt. Und auch Dudley so, hä, was? Aber sie verstehen halt nicht, dass diese komplette Betüdelung und Verwöhnung auch eine Form von Misshandlung sind. Da wird Dudley ihnen als Erwachsener ganz bestimmt nicht dankbar sein, wenn man so verwöhnt worden ist. Dann lernen wir Horace Slughorn kennen und
bei ihm geht es mir so ein bisschen, wie es auch Harry geht. Er sagt, oder Harry denkt irgendwann mal diesen Satz, er ist sich nicht sicher, ob er Slughorn jetzt mag oder nicht. Und ich bin so, ja, stimmt, kann ich verstehen. Er ist irgendwie auf seine Weise ja ein netter Typ so, aber auch ein bisschen zu sehr so ein Typ, der so seine berühmten Leute um sich rum schart und um sich rum sammelt. Im Buch gab es diesen Vergleich. Harry stellt sich so eine dicke Spinne vor, die in ihrem Netz ist und die ganzen Käfer um sich rum sammelt oder irgendwie sowas. Den Vergleich mochte ich. Also er ist irgendwie nett, aber irgendwie auch so ein weirder Typ, der halt einfach ja, Opportunist auch ist, ne? Also die ganzen berühmten Leute um sich rum sammelt, so als Absicherung, um halt die guten Dinge daraus ziehen können und dann so unbedeutende Leute oder auf den ersten Blick erstmal unbedeutsam wirkenden Leute wie Ron halt einfach komplett ignoriert. Wir sind dann auch in der Winkelgasse, wo wir sehen, dass gefühlt fast alle Läden verrammelt sind, Ollivander ist verschwunden und so weiter. Also es ist wirklich eine krasse Kriegsstimmung jetzt in diesem Teil. Wir merken, Alter, das ist echt abgefahren. Wir haben schon erfahren, selbst in der Muggelwelt geht's rund. Also selbst da passieren all die schlimmen Dinge. Und jetzt ist es hier so, dass man eigentlich sich nicht mehr traut, alleine rauszugehen. Alle Leute sind irgendwie in Gruppen unterwegs und hasten auch nur noch so durch die Gegend, weil man eigentlich echt nicht so lange draußen sein will. Und dann gehen wir durch die Winkelgasse, wo irgendwie kaum noch Läden geöffnet haben. Und dann kommt da so mittendrin, so prangt so aus allem anderen raus. Der Laden von Fred und George, Weasleys zauberhafte Zauberscherze, der so in dieser trostlosen, ramponierten Umgebung einfach so heraussticht mit seinem bunten, übertriebenen Aussehen. Und das mag ich. Ich mag das irgendwie. Ich mag den Gedanken, dass Fred und George diese Scherzkekse halt einfach nicht einfach nur sinnlose Scherzkekse sind, sondern irgendwie auch dafür sorgen, dass die Leute nicht komplett verbittern, weil selbst in den verbittertsten Zeiten brauchen wir halt auch einfach hin und wieder mal einen Lacher. Und dafür sorgen Fred und George. Und das finde ich einfach super cool. Und dann haben wir Draco, der halt mit seiner Mutter unterwegs ist und im Laden von Madame Malkin geraten die dann alle noch aneinander. Draco und seine Mutter mit Harry, Ron und Hermine. Und es ist richtig crazy, weil Narcissa irgendwie vor dieser Verkäuferin Harry damit droht, ihn möglicherweise zu töten oder so. Oder dann wird's, sonst wird es dir so ergehen wie deinen Eltern. Und das ist jetzt halt einfach wieder möglich, dass halt Leute, die anerkannte Todesser sind, einfach Todesser-Dinge sagen oder so. Und das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an unsere Zeit, wo ich auch das Gefühl habe, es wird immer normaler auch wieder, dass Leute wirklich irgendwie rechte Dinge sagen oder so. Es ist so, vor einigen Jahren hätte sich kaum jemand irgendwie getraut, solche Dinge zu fordern, wie heute gefordert werden. Und jetzt ist es einfach wieder völlig normal und etabliert. Und genauso ist es hier irgendwie auch. Es ist so, weil, ja, diese Frau geht einfach durch die Winkelgasse und droht einem Jugendlichen, ja, dir wird sonst ergehen wie deine Eltern. Und seine Eltern sind halt gestorben. What the fuck? Und wenn wir dann mit Draco bei Borgin und Burke sind, sollen wir natürlich hier wieder erfahren, okay, krass, Draco, mit Draco geht's auch immer weiter bergab. Krass, der ist jetzt nicht mehr einfach nur irgend so ein Bully in der Schule. Nee, der treibt jetzt hier echt zwielichtige Dinge und plant richtig krasse Sachen. Oh mein Gott. Und also wir wissen jetzt halt natürlich, dass er da wirklich einen Plan auf Voldemorts Auftrag hin ausführt wahrscheinlich. Und Harry und Ron und Hermine stellen dann nur Vermutungen an, dass er jetzt vielleicht wirklich langsam auf die dunkle Seite überwechselt oder Teil der Todesser wirklich wird. Beziehungsweise Harry denkt, dass die anderen streiten das so ein bisschen ab. Aber das ist so ein bisschen der Part. Und wenn wir dann wieder in Hogwarts sind, tritt natürlich auch das Zaubertränkebuch von Harry auf den Plan, das einmal dem mysteriösen Halbblutprinzen gehört hat. Da werden wir noch einiges mehr darüber erfahren. Und Harry erfährt jetzt sehr viel über die Vergangenheit von Voldemort, zu der ich meine eigenen Gedanken habe. Ich glaube, die erste Erinnerung, die wir mit Dumbledore zusammen anschauen, ist die Erinnerung von Wollost und Morfin, die in ihrem Haus sind. Und wir erfahren, die sind wirklich die absoluten Runtergekommenen, der absolute Abschaum, die einfach nur so ein gehässiges Leben haben und auch wirklich runtergekommen, so dass selbst ein späterer Voldemort da wirklich denkt, was für ein Abschaum sind die denn? Aber wir erfahren, Voldemort hatte halt wirklich schon sehr, sehr
grausame Vorfahren auch. Wir lernen auch seine Mutter kennen, die halt wirklich eine bemitleidenswerte junge Frau war, die halt eigentlich nur fertig gemacht wurde, auch von ihrer Familie, und die aber voll in love mit diesem Muggeljungen war und dann diesen Zaubertrank gebraut hat, um ihn rumzukriegen, und dann mit ihm den Sohn gekriegt hat, der später zu Voldemort werden würde. Und dann hat sie irgendwie gehofft, wenn ich den Zaubertrank absetze, dass der Tom Riddle, also der Vater, immer noch in sie verliebt ist. Aber ist er natürlich nicht, und deswegen haut er ab. Und als dann Tom Riddle, also Voldemort, auf die Welt kommt, stirbt sie, während Voldemort noch gerade so im Waisenhaus untergebracht werden kann. Das war so die erste Erinnerung. Und die mochte ich, weil die so irgendwie zeigt, dass, also ein bisschen dieses Umfeld zeigt, in dem Voldemort aufwächst, also beziehungsweise das, in dem er aufwächst, das Waisenhaus, das erfahren wir dann später erst, aber seine Vergangen, also seine Vorfahren, dass die halt auch schon nicht die nettesten, sage ich mal, waren. Aber das ist dann auch schon der erste Kritikpunkt, den ich halt so an dieser ganzen Voldemort-Backstory habe. Ich werde nachher auch noch was sehr Gutes dazu zu sagen haben, was mir sehr gut gefällt. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist hier dass Voldemort halt einfach scheinbar von Grund auf böse ist. Und dass das irgendwie scheinbar im Blut liegen soll. Also, ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir seinen Onkel und seinen Großvater kennenlernen, soll uns gezeigt werden, ja, schau mal, das liegt bei ihm einfach in der Familie. Die sind halt einfach böse. Aber Voldemort hat die ja nie kennengelernt. Die können diese Denkweise nicht auf ihn übertragen haben. Diese Denkweise, dass irgendwie Reinblüter das Tollste sind oder so, oder dass man Muggel geboren oder Muggel generell irgendwie mit Verachtung strafen sollte, das können die nicht ihm beigebracht haben, weil er hat die nie kennengelernt. So, das muss irgendwie im Blut gelegen sein, aber das halte ich für Schwachsinn. Ich halte es für Schwachsinn, dass irgendwie Bösartigkeit im Blut liegt. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, was ich dann eher noch nachvollziehen kann, dass das halt diese trostlose Vergangenheit oder die trostlose Kindheit im Waisenhaus so ein bisschen dazu geführt hat, dass er verbittert ist oder den Muggeln abgeneigt ist. Es gibt ja tatsächlich auch die Theorie, und die halte ich für gar nicht mal so abwegig von Fans, dass Voldemort deshalb keine Liebe empfinden kann, weil er schon unter der Voraussetzung eines Liebestranks gezeugt wurde, sozusagen. Also selbst seine Eltern hatten keine echte Liebe. Und ja, das halte ich, da könnte was dran sein. Aber ich glaube, es kann auch einfach sein, dass er halt einfach in seinem Waisenhaus nie Liebe erfahren hat. Und ja, da gibt es auch die ganzen anderen Muggelkinder, die keine Liebe erfahren haben, aber die sind halt Muggelkinder. Und als Muggel hast du halt nicht so eine Macht wie ein Voldemort. Und das könnte natürlich was sein, was in seinen Genen liegt, dass er halt durch seine Vorfahren vielleicht wirklich eine besondere Macht hat oder so. Oder selbst wenn die nicht von seinen Vorfahren kommt oder so, dass halt immer dieser Satz gilt, den auch Spider-Mans Onkel schon gesagt hat, aus großer Macht folgt große Verantwortung, aber auch eine große Versuchung. Also Macht ist immer gefährlich. Das sagt er selbst Dumbledore am Ende, dass er nie einen mächtigeren Posten wollte als einen Schulleiter, weil er glaubt, mit Macht nicht gut umgehen zu können. Und da war Dumbledore halt so einsichtig, wie Voldemort wahrscheinlich nicht war. Und er hat diese Macht halt einfach genutzt. Und dann war er frustriert wegen seinem Waisenhaus, was einfach total trostlos war, und musste das irgendwie an den anderen Kindern rauslassen. Zwischendrin, zwischen diesen ganzen Voldemort-Geschichten, haben wir natürlich noch hier die Quidditch-Auswahl. Harry ist natürlich der neue Quidditch-Kapitän. Wie soll es auch anders kommen? Komm, er kriegt den Verwechslungszauber und so, bla bla bla. Bei dem Part muss ich immer daran denken, dass da die einzige Szene im Film war, wo Genie mal so richtig cool gezeigt wurde. Ich habe das so vor Augen, wie irgendwie Harry da steht und dieser ganze Haufen von Leuten prügelt sich da oder rauft rum und keiner hört irgendwie Harry zu. Und Harry ist so, ja, könnt ihr mal zuhören, könnt ihr mal zuhören. Und dann kommt so Genie an seine Seite, so, Klappe jetzt! Den Moment mag ich, weil das irgendwie der einzige Moment in dem Film ist, wo man merkt, dass Genie halt einfach cooler ist und sonst halt nicht. Und in den Filmen, in den Büchern erfahren wir das noch viel mehr, aber da spreche ich nachher noch drüber. Dann probiert Harry immer mal wieder so Zaubersprüche aus diesem Buch vom Halbblutprinzen aus, wo ich dann immer denke, das ist schon sehr gewagt, weil du weißt ja nicht, was da passiert, und du probierst ja einfach so random aus. Aber es passiert ja auch nie was Schlimmes, so, ne? Aber
Da wird ja später Harry noch für abgestraft werden, tatsächlich. Dann passiert das Ganze mit Katie Bell in Hogsmeade, ein ziemlicher Schockmoment, dass noch mal wieder jemand in Hogwarts richtig angegriffen wird und Katie Bell kommt nur knapp davon. Harry ist mal wieder auf seinem Trip, dass Draco der Schuldige sein muss und er ist da auch total verharrt da auch total drauf. Also ich weiß, dass das so ist. Ja, haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Nein, habe ich nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Ja, und er hatte ja am Ende recht, aber das ist irgendwie so typisch Harry, dass er da irgendwie einfach ein Gefühl hat und dann so, ich weiß, dass es so ist. Und dann haben wir die Szene mit Tom Riddle im Waisenhaus. Ich habe jetzt vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber den Moment, diese Szene fand ich so gut und so tatsächlich auch schon leicht gruselig. Und ich mag tatsächlich an der Weise, wie Voldemorts Vergangenheit gezeigt wird, dass sie so etappenweise, sprungweise erzählt wird. Und dass wir, obwohl wir im Buch natürlich mehr erfahren als im Film, nicht zu viel erfahren. Und wo Dumbledore ihn im Waisenhaus besucht, ist das meiste, was wir über Toms Vergangenheit zu dem Zeitpunkt erfahren, aus Erzählungen von der Leiterin des Waisenhauses, die da dieses so ein bisschen legendenweise erzählt. So, ja, hier passierte mal das und das und das. Und das gibt dem Ganzen so eine ganz andere Mystik, als wenn wir jetzt zum Beispiel die Szene selber erleben würden, wo Tom Riddle diese zwei Kinder auf dieser Insel in die Höhle entführt und so, wo die dann total traumatisiert wiederkommen. Und wenn wir das erlebt hätten, dann wäre das nicht so was Mystisches, wie wenn die das nur so erzählt. Ja, wir waren auf diesem Ausflug und er hat sie da in diese Höhle mitgenommen und seitdem sind diese beiden anderen Kinder total traumatisiert und verstört gewesen. Ich habe keine Ahnung, was er dort gemacht hat mit denen, aber irgendwas muss er ihnen angetan haben. Boah, das ist schon echt gruselig, weil Tom Riddle ist halt einfach ein Kind. Der ist ja nicht irgendwie ein ausgereifter Psychopath zu dem Zeitpunkt. Der ist halt einfach ein Kind, der da irgendwie seine Macht an irgendwelchen noch kleineren Kindern ausnutzt. Und wieder ist da aber so ein bisschen die Frage, wo das herkommt, weil ich glaube jetzt mal nicht, dass jedes Kind, was halt irgendwie so eine trostlose Kindheit hat, zu so einer Person heranwachsen würde. Bestes Beispiel dafür ist ja Harry. Harry hat ja auch wirklich alles andere als eine geile Kindheit und trotzdem ist es bei ihm, ist er nicht so geworden. Und soll jetzt die Aussage ein bisschen sein, dass das halt doch in den Genen liegt, weil Harry hat halt gute Gene von seinen Eltern, also quasi die Nettheitsgene und Voldemort hat halt die Bosheitsgene. Das halte ich für zu einfach gedacht. Das halte ich wirklich für zu einfach gedacht. Dann haben wir irgendwie einen Sprung in einige Jahre in der Zukunft, wo wir einfach sehen, was für ein Charmeur der Tom Riddle halt auch sein kann, wie er Slughorn total umgarnt und irgendwie wirklich ein netter Junge ist, der die Lehrer kennt und den die Lehrer mögen und so. Und auch das hat irgendwie so was Gruseliges, weil wir wissen halt, was da wirklich dahinter steckt, hinter Tom Riddle. Und trotzdem sehen wir, was wir sehen. Und das ist echt was Gruseliges, weil das einen so nachdenken lässt, können sich die bösen Menschen einfach auch wirklich so gut verstellen, dass man es ihnen erstmal nicht anmerkt, solange die das wirklich nicht wollen. Dann haben wir noch so Szenen wie mit Hepzibah Smith, dieser alten Lady, die Tom dann wirklich auch geschickt manipuliert und ihr dann irgendwie diese Objekte stiehlt, die er unbedingt haben will für seine Horcruxe. Und dann tötet er sie und manipuliert das Gedächtnis von der Hauselfe, sodass die Hauselfe den Mord gesteht, dass sie ihre Meisterin sozusagen vergiftet hat und keiner hinterfragt es. Auch wieder hier ein Kritikpunkt an dem System Hauselfen, dass das keiner hinterfragt oder alle direkt davon ausgehen, ja, das war wahrscheinlich die Hauselfe. Aber das gefällt mir, oder dass dann, wenn dann Voldemort nochmal Jahre später zu Dumbledore kommt und sich für den Posten als Lehrer vorstellt, sozusagen. Und das ist so, so gut gemacht, weil dann kriegen wir erzählt, dass Voldemort in der Zwischenzeit wohl einiges erlebt hat, aber nicht was er erlebt hat. Also er hat sich total verändert. Er ist nicht mehr dieser gut aussehende junge Mann von damals. Seine Gesichtszüge sind total verzerrt. Sie sind schon so rot, wie sie mal später werden. Und er tut immer noch so ein bisschen auf nett mit Dumbledore, aber gleichzeitig steht da schon was zwischen ihnen, weil Dumbledore genau weiß, dass
Tom nicht mehr der unschuldige Typ ist, den man beeindrucken konnte, indem man sagt, so, hey, du darfst nicht böse sein. So, nein, Dumbledore weiß genau, dass Voldemort mittlerweile auch schon Morde begangen hat. Und Tom Riddle kann ihm hier nichts vormachen. Und da steht schon was zwischen ihnen. So, Tom Riddle ist jetzt wirklich mittlerweile schon böse, aber hat trotzdem auch einen gewissen Respekt vor Dumbledore. Ist eine krasse Szene und ich mag den Satz, wo Dumbledore doch dann auch wirklich sagt, die Zeiten sind vorbei, in denen ich dich mit einem brennenden Schrank beeindrucken konnte. Ich wünschte, sie wären es nicht. Oder irgendwie so war der Satz, den mochte ich total gerne. Und das ist das, wo ich sage, das ist richtig gut an der Vergangenheitsgeschichte von Voldemort. Wir kriegen die nur so ganz häppchenweise erzählt. Ja, mehr als in den Filmen, aber trotzdem nicht zu viel. Die Geschichte ist aufschlussreich, aber trotzdem nicht entmystifizierend. Er hat immer noch so einen Gruselfaktor, finde ich, Voldemort. Und deswegen stehe ich auch ganz kritisch den Ideen von Fans gegenüber, dass man ja eine Serie über seine Vergangenheit machen könnte oder so. Weil, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte keine Origin-Story von Voldemort. Ich finde genau das, was wir in den Büchern gekriegt haben, finde ich genau richtig. Beziehungsweise habe da meine kleinen Aussetzer dazu sozusagen, aber ich möchte auf keinen Fall mehr über diese Vergangenheiten wissen, weil ich das mag, dass da immer noch die großen Sprünge dazwischen sind, wo wir nicht wissen, was in dieser Zwischenzeit mit Voldemort bzw. Tom Riddle passiert ist. Harry hat ja in der Zwischenzeit auch die Aufgabe bekommen, die wahre Erinnerung von Slughorn zu bekommen. Die Erinnerung, wo Tom Riddle nach den Horcruxen fragt, ist ja quasi manipuliert, sodass man nicht erkennen kann, was Slughorn darauf geantwortet hat. Und jetzt soll Harry das rausfinden und kriegt das mit Felix Felicis hin. Und das ist eine schöne Szene, weil ja, da ist Felix Felicis und so im Spiel. Aber Harry kriegt das echt gut hin, an das Gute in Slughorn zu appellieren und zu sagen, hey, sie haben doch meine Mutter gemocht und sie ist wegen Voldemort tot. Und sie können uns helfen, den Mann, der Lily getötet hat, jetzt zu besiegen. Warum tun sie das nicht? Wenn sie das nicht tun, verraten sie sie. Und das ist eine richtig schöne Szene, weil wir Slughorn sehen, der halt einfach krasse Gewissensbisse hat, der einfach weiß, dass er großen Schaden angerichtet hat, indem er Voldemort davon erzählt hat. Also ich meine, natürlich hätte Voldemort irgendwie das rausgekriegt und so, alles klar, so, aber Slughorn hat halt einfach krasse Gewissensbisse und wir können so richtig mit ihm miterleben, wie er sich überwindet und sagt, ja, scheiße, ey, bitte denk nicht so schlecht von mir, aber hier ist die Erinnerung. Und dann bekommt Harry die Erinnerungen und zusammen mit Dumbledore schaut er sich die an und sie erfahren alles über die Horcruxe. Und ich mochte in dieser Erinnerung den Satz von Slughorn, einen Horcrux kann man erschaffen durch Töten und Töten ist etwas so wider die Natur, es reißt die Seele in zwei. So spaltet man die Seele, indem man tötet. Und das ist halt wieder mal so was Wahres. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, so Hokus Pokus Fidibus, Seele sei entzwei. Nein, man muss etwas tun, was die Seele entzwei reißt, so wie man das in der Realität macht. Ist auch in der Realität, würde ich sagen, so. Wenn du tötest, zerreißt du deine Seele. Aber ja, wir haben so viel Böses in dieser Geschichte. Da muss doch auch ein bisschen Platz für was Schönes sein. Die Liebe, Amore. Es ist das reinste Teenie-Drama, wie sich Ron und Hermine gegenseitig versuchen, eifersüchtig zu machen. Ron mit Lavender und Hermine mit Cormac McLaggen und so weiter. Harry entwickelt mittlerweile tatsächlich Gefühle für Ginny, was ich total schön finde, weil Ginny ist halt einfach eine coole Person und mittlerweile verbringen Harry und Ginny auch viel mehr Zeit. Also sie haben in den Sommerferien noch irgendwie viel Zeit verbracht und sobald sie dann in Hogwarts sind, findet Harry plötzlich scheiße, dass sie keine Zeit oder nicht mehr so viel Zeit verbringen. Aber wir sehen auch in diesem Buch so viel von Ginny, was sie für eine taffe und coole Person ist. Es wird dann immer zwischendrin gesagt, weil sie kommt ja dann auch ins Quidditch-Team, dass sie irgendwie das Herz und die Seele des Quidditch-Teams ist, mit ihren Späßen, mit ihrem Humor auch. Mag ich total. In den Filmen, wenn man die Filme nur sieht und dann sagen irgendwelche Leute, ja, Harry hätte mit Hermine viel besser zusammengepasst. Nee, total bescheuert. Philippans. Hermine und Ron, das ist schon eine coole Sache. So Gegensätze ziehen sich ja auch manchmal an. Es ist nicht so dieses
Ich fände es auch viel zu klischeehaft, wenn dann irgendwie Hermine mit Harry zusammenkommt. Ich finde, Harry und Ginny, das passt schon ganz gut. Und ich finde, das passt auch super gut, dass Hermine und Harry halt wirklich einfach nur beste Freunde sind und da überhaupt keine romantischen Gefühle im Spiel sind. In den Filmen tatsächlich, muss ich sagen, wird das ja auch schon ganz früh angedeutet, dass Ron und Hermine da irgendwie vielleicht zusammenpassen könnten. Schon in Teil 2 ist es ja, glaube ich, so, als Hermine dann irgendwie von den Versteinerten wieder erwacht wird und dann auf die beiden zugestürmt kommt, dass sie Harry irgendwie total stürmisch umarmt, weil da einfach nichts zwischen ihnen steht. Sie sind halt einfach beste Freunde und mit Ron ist es dann so mega awkward und die beiden sind hallo, schön, dass du wieder da bist, so, weil da was zwischen ihnen steht und sie sind total unsicher, was das ist. Oder dann im vierten Teil auch, das natürlich auch im Buch dann schon angedeutet. Also ich finde, das passt schon alles ganz gut. Aber ja, da ist auf jeden Fall sehr viel Liebe in diesem Buch. Und etwas, was ich wieder vergessen hatte, glaube ich, war, dass ganz am Schluss ist so ein Satz, dass es so eine Andeutung für Luna und Neville gibt, wo, also das ist schon bei der Beerdigung von Dumbledore, dass die hier zusammen irgendwie dahin gehen und Luna irgendwie Neville auf den Stuhl hilft. Und das ist irgendwie so beschrieben, dass ich gedacht habe, vielleicht soll das eine Andeutung darauf sein, dass zwischen den beiden vielleicht auch was ist. Ich glaube, da wird nie mehr draus gemacht. Ich glaube, im Film sagt Neville ja irgendwie ganz am Schluss bei der Schlacht von Hogwarts irgendwie sowas, ich muss Luna suchen, ich bin verrückt nach ihr. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob da in den Büchern noch mehr draus gemacht wird. Da muss ich mal gespannt sein auf den 7. Teil. Dann gibt es natürlich Bill und Fleur, wo am Ende auch nochmal drüber geredet wird. Oder die wollen ja auch heiraten. Und Fleur sagt dann, selbst nachdem Bill angegriffen ist vom Werwolf, ja, ich werde ihn immer noch lieben und wir werden immer noch heiraten. Und dann erfahren wir auch, dass Tonks total verknallt ist in Lupin. Und Lupin aber so ein bisschen, ich bin zu alt und zu arm für dich. Aber wir wissen ja auch, was daraus werden wird. Und dann sagt ja, glaube ich, sogar McGonagall auch sowas. Ich weiß nicht, jetzt gerade nicht mehr, worauf das war, dass sie das gesagt hat, aber sie meint dann selbst, Dumbledore wäre der Erste, der sich gefreut hätte, ein bisschen Liebe in diesen dunklen Zeiten zu zelebrieren. Und ja, das stimmt. Und ich mag das, dass in diesen düsteren Zeiten plötzlich Liebe so ein großes Thema wird. Liebe und Zweisamkeit und dass Menschen einander brauchen, ist hier ein Riesenthema. Und der Gegenpol dazu ist dann plötzlich Draco Malfoy, den wir immer gehasst haben oder wo wir jetzt auch die Befürchtung haben, dass er vielleicht richtig in diese bösen Machenschaften von Voldemort reingezogen wird. Und gleichzeitig erfahren wir bei ihm so eine Menschlichkeit, dass er total einsam gerade ist und er ist total verzweifelt, aber wir merken so ein bisschen zum ersten Mal, dass jetzt so Freunde wie Crabbe und Goyle irgendwie gar nicht wirklich Freunde für ihn sind. Das sind halt einfach irgendwelche Kumpels, mit denen oder die halt deren Väter wahrscheinlich irgendwie Todesser-Kumpels sind, aber für Draco sind die wahrscheinlich keine Freunde. Das sind halt seine, die mit denen er die meiste Zeit verbringt, die für ihn dann mal Wache stehen können oder die er rumkommandieren kann. Aber wirkliche Freunde von ihm sind das wahrscheinlich nicht. Und in diesem Buch wird uns Draco wirklich als richtig einsam präsentiert. Jemand, der so sein eigenes Ding gerade durchzieht und da richtig verzweifelt. Wir sehen ihn ja sogar so total verletzlich, dass er da im Bad ist und weint, weil er so verzweifelt ist über diesen Auftrag. Klar, er greift danach auch Harry an und alles, aber er ist mal so verletzlich gezeigt. Und am Ende kriegt auch Harry so ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er merkt so, ja, wo wird Draco jetzt sein? Zu welchen Dingen wird Voldemort ihn wohl gerade zwingen? Und das ist echt tragisch. Das war so der erste Moment, wo wir so ein bisschen Mitleid mit Draco kriegen. Ja, jetzt kommt die Stelle, wo Harry damit auf die Schnauze fliegt, dass er ständig irgendwelche unbekannten Zaubersprüche aus diesem mysteriösen Halbblutprinzenbuch ausprobiert. Er probiert an Draco den Zauberspruch Sectum Sempra aus, bei dem noch in Klammern dahinter stand für Feinde. Er dachte halt wahrscheinlich, das ist sowas wie, wo der dann in die Luft fliegt oder wo seine Zehennägel plötzlich lang wachsen oder sowas. Hat halt nicht geahnt, dass das Gefühl so ein zweiter Todesfluch ist, wo ihm die ganze Haut aufreißt und der quasi verbluten kann. Aber Harry merkt hier, okay, scheiße, mit sowas sollte man vorsichtig sein. Ich sollte nicht einfach irgendwelche Zaubersprüche ausprobieren, die irgendwo rumstehen. Es ist ja sogar sowas, wo ihn Genie am Anfang noch vorgewarnt hat. Hey, habe ich das gerade richtig verstanden? Du
vertraust hier einem Gegenstand, bei dem du nicht sehen kannst, wo er sein Hirn hat. Das ist ja eine Lektion, die Genie im zweiten Teil schon gelernt hat von ihrem Vater. Hey Genie, was habe ich dir gesagt? Vertraue niemals etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat. Das ist eine total krasse Weisheit mal wieder. Gilt auch für die Realität, ne? Also, und hier lernt es jetzt Harry nochmal auf eine ganz andere Weise. Harry muss dafür dann auch Strafe sitzen für den ganzen Rest des Schuljahres, jeden Samstag bei Snape. Und bei dieser ersten Strafsitzung verpasst er dann auch das Quidditch-Endspiel, wo er immer gehofft hat, ja, in der Euphorie werde ich dann vielleicht mal mit Ginny zusammenkommen und so. Er verpasst das Spiel, kommt dann später in den Gemeinschaftsraum, sieht, wie die Feier steigt, sie haben gewonnen und die Euphorie packt auch jeden und sofort küssen Ginny und er sich. Und das ist ein schöner Moment. Weil, wie gesagt, ich finde wirklich, dass das passt. Und das hat sich über das ganze Buch hinweg jetzt angebahnt. Und am Ende erfahren wir, dass es sogar sich über die ganzen Bücher hinweg angebahnt hat. Dass Ginny, die war ja schon ganz am Anfang total vernarrt in Harry. Zwischendurch hat man dann das Gefühl, dass sie es nicht mehr ist. Aber wir erfahren, sie hat eigentlich nie aufgegeben bei ihm. Und sie hat nur gelernt, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen auf Abstand gehen soll und mal so ein bisschen sich anders anderweitig umschauen soll. Auch ganz witzig, dass das irgendwie sich dann über die ganzen Bücher hinweg schon so angebahnt hat. Ja, und dann ruft Dumbledore Harry zu sich und Harry geht schon davon aus, okay, jetzt werden wir einen Horcrux suchen und auf dem Weg zu Dumbledore begegnet er dann allerdings Trelawney, durch die er tatsächlich jetzt plötzlich erfährt, dass damals bei der Prophezeiung, als Trelawney jene Prophezeiung an Dumbledore gemacht hat, dass da Snape gelauscht hat und dass Snape derjenige war, der Voldemort von dieser Prophezeiung erzählt hat und dass Snape sozusagen auch der Grund ist, warum Voldemort Harrys Eltern gejagt hat. Und das ist natürlich für Harry unaushaltbar und er stürmt zu Dumbledore rein. Wieso, wie können sie ihm immer noch vertrauen? Wie können sie nur? Und Dumbledore ist immer noch so, hey Harry, das ist eine Sache zwischen Snape und mir. Ich habe da etwas. Ich bin mir sicher, dass ich ihm vertrauen kann. Er hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Er hat es eingesehen. Und ich bin mir 100% sicher, dass ich ihm vertrauen kann. Und er sagt Harry immer nicht was. Ja? Das ist eine Sache zwischen Professor Snape und mir. Aber es ist so eine Sache, wo wir immer wieder denken, was hat es nur mit Snape auf sich? Ist er jetzt auf der Seite der Guten oder nicht? Es ist wirklich, wir werden da richtig hin und her gerissen die ganze Zeit. Und dann fahren sie natürlich oder reisen dann zu der Höhle, wo Dumbledore den Trank trinkt und schrecklich leidet und immer wieder so Sachen sagt, es tut mir leid und ich wollte das nicht. Und wir wissen natürlich aus unserer Sicht jetzt schon, weil wir den siebten Teil kennen, dass er höchstwahrscheinlich in dieser Situation nochmal diese ganze Situation aus seiner Jugend mit Ariana wiedererlebt hat, wo er mit Grindelwald und seinem Bruder sich duelliert hat und wobei dann Ariana gestorben ist und keiner weiß, wer jetzt wirklich den Fluch abgefeuert hat, der Ariana getötet hat. Aber Dumbledore lebt seitdem immer mit dieser Angst, dass es möglicherweise er selbst war. Und das ist so generell diese Zeit aus seiner Vergangenheit, ist ja eine, die er heute zutiefst bereut. Aber da kommen wir natürlich im nächsten und letzten Potter Talk noch drauf zu sprechen, ausführlicher. Harry und Dumbledore reisen dann zurück. Dumbledore ist stark geschwächt. Mir hat da auch wieder gefallen, dieser Satz, dass Dumbledore oder Harry sagt, irgendwie ganz verzweifelt, irgendwie sowas: Ja, bitte, komm, komm, wir müssen sie hier rausschaffen. Haben Sie keine Angst? Und Dumbledore sagt: Ich habe keine Angst, Harry. Ich bin ja mit dir. Oh, wie cool. Das ist so ein Vertrauensbeweis. Dumbledore weiß oder Dumbledore vertraut Harry halt auch und traut ihm auch was zu. Er sieht in Harry nicht einfach nur einen Jugendlichen, der irgendwie immer mal wieder hitzige Dinge macht, sondern nein, er weiß schon, dass Harry ein cooler Typ ist, der auch Dinge kann und dass er bei ihm jetzt schon auch sicher ist. Jedenfalls kommen die dann zurück, sehen das dunkle Mal am Himmel und gehen dann auf den Astronomieturm, wo das dunkle Mal ist. Dann kommt Draco, entwaffnet Dumbledore. Dumbledore haut noch schnell einen ganzen Körperklammerfluch an Harry raus, sodass Harry nur zuschauen kann, was jetzt passiert. Wir erfahren, dass Harry die ganze Zeit recht hatte mit den Anschuldigungen gegen Draco, dass Draco die ganze Zeit hier Dinge geplant hat, dass er das Verschwindekabinett repariert hat, sodass jetzt die ganzen anderen Todesser nach Hogwarts rein können. Aber wir sehen auch, dass Draco tatsächlich
Dumbledore nicht umbringen kann. Er kann das nicht. Nee. Er wird das nicht tun, er zögert es so lange raus und am Ende lässt er sogar den Zauberstab auch sinken. Und dann kommt Snape. Dumbledore sagt, Severus, bitte. Und Snape tötet Dumbledore. Und das ist der große Schocker, der große Plot-Twist. Warte mal, was? Okay, fuck. Jetzt ist klar, Snape ist wirklich böse, weil er hat ja Dumbledore getötet. Und trotzdem kommt da nie ein einziger Zweifel bei irgendwem. Keiner, der irgendwie mal überlegt, okay, aber vielleicht ist das ja Teil von Dumbledores großem Plan. So. Natürlich macht das Storytelling-mäßig Sinn, dass das keiner hinterfragt, weil wir sollen jetzt wirklich denken, okay, Snape ist wirklich auf jeden Fall ein Todesser und er hat Dumbledore die ganze Zeit nur verarscht. Aber ich hätte jetzt so, eigentlich denke ich, dass zumindest mal so ein Lupin, der immer gesagt hat, wir müssen Dumbledores Urteil vertrauen, dass er zumindest mal irgendwie überlegen hätte können, okay, warte, die überlegen ja nicht mal, ob das vielleicht ein Snape-Doppelgänger war. Es hätte ja, hey, was ist, wenn das ein anderer Todesser war, der einen Vielsafttrank genommen hat, um auszusehen wie Snape, nur um Zwietracht unter den Ordensmitgliedern sozusagen zu säen oder Zweifel oder um dafür zu sorgen, dass die Snape nicht mehr vertrauen. So. Warum hat das keiner überlegt? Die ganze Zeit im sechsten Teil geht es darum, dass man auch vorsichtig sein muss, weil wenn man jemanden sieht, dann muss das ja nicht die Person sein. Wir haben im vierten Teil gelernt, dass sich jemand die ganze Zeit als jemand anderes verkleiden kann sozusagen. Warum überlegt das hier nicht mal ansatzweise jemand? Lupin hat ja die ganze Zeit gesagt, dass man Dumbledore vertrauen muss, Dumbledores Urteil auch vertrauen muss. Und mit einem Mal ist er sich plötzlich sicher, okay, scheinbar haben wir uns alle getäuscht. Macht auch irgendwo Sinn, weil so ein Mord ist halt schon eine krasse Sache. Aber dass nicht mal witzig kleiner Zweifel daran aufkommt, finde ich ein bisschen komisch. Für mich ein sehr, sehr tragischer Punkt ist dann noch, wo Harry Snape hinterher rennt und die feinden sich dann so ein bisschen, aber Harry hat natürlich keine große Chance gegen Snape und feuert dann noch irgendwie Sekt und Sempra auf ihn ab und Snape ist so, ah, du benutzt meinen eigenen Zauber gegen mich, ja, ich bin der Halbblutprinz und Harry bezeichnet ihn dann die ganze Zeit als Feigling, sie feige Sau und Snape ist wirklich wutentbrannt und schreit ihn förmlich an, nenn mich nicht Feigling. Weil, also wir wissen zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, warum ihn das so sehr triggert. Aber wir wissen es aus heutiger Sicht natürlich, warum ihn das so triggert. Alter, Snape ist alles, aber kein Feigling. Wirklich. Also er ist menschlich gesehen Abschaum. So, er ist ein Riesenarsch, aber er ist kein Feigling. Wirklich, er ist kein Feigling. Aber auch da werden wir natürlich im siebten Potter Talk noch ausführlich drüber reden. Dann haben wir Dumbledores Beerdigung und das war jetzt wirklich tragisch. Also da habe ich jetzt selbst nochmal beim Hörbuch geheult. Da heule ich, glaube ich, jedes Mal beim Film auch, weil es einfach so tragisch inszeniert auch ist. Und weil das so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, krass, jetzt ist selbst so ein großer Mentor, der größte Zauberer ever irgendwie, selbst der ist jetzt tot und man denkt sich so, scheiße, ey, wie soll das jetzt noch alles gut werden? Harry pausiert dann seine Beziehung mit Ginny, weil er ganz edelmäßig, superheldenmäßig sagt, ja, ich werde immer eine Angriffsfläche sein und wenn Voldemort an mich ran will, dann wird er auch dich vielleicht mal als Geisel nutzen oder so. Das kann ich nicht riskieren, deswegen muss ich mich von dir distanzieren. Und Harry plant auch weiter nach Horcruxen zu suchen. Und hier ist wirklich so ein Foreshadowing. Wir wissen auch nicht mal, ob Hogwarts weiter offen bleiben kann, ob Hogwarts geschlossen werden kann. Aber auf jeden Fall wissen wir, wenn Hogwarts öffnet, ist es auch irgendwie komisch, dass dann Dumbledore nicht mehr da ist. Es stehen wirklich düstere Zeiten für Hogwarts bevor, auch für die magische Welt. Und trotzdem gibt es da noch einen kleinen Ausblick auf einen einzigen weiteren goldenen, friedvollen Tag gemeinsam mit Ron und Hermine. Das ist der allerletzte Satz. Das ist alles irgendwie gerade tragisch und deprimierend. Und dann reden sie davon, ja, bevor du noch zu den Horcruxen aufbrichst, müssen wir ja noch die Hochzeit feiern. Und Harry sagt, ja, das sollten wir nicht versäumen.
Trotz allem fasste er Mut bei dem Gedanken, dass es noch einen letzten goldenen, friedvollen Tag geben würde, den er mit Ron und Hermine genießen konnte. Ja, es geht jetzt wirklich aufs Finale zu. Das ist wirklich dieses komplette Ende hier ist tragisch as hell und wir wissen, jetzt geht's aufs Finale zu und fragen uns, ey, wird es wirklich am Ende damit enden, dass Voldemort oder Harry tot sind? Ja, Leute, das war's mit meinem Spoiler-Talk zu Harry Potter und der Halbblutprinz. Es hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht, dieses Hörbuch durchzuhören. Ich habe das wieder so an 2 Tagen durchgehört. Ich hatte ja jetzt viel Zeit. Ich war jetzt mehrere Wochen wegen dem Bänderriss zu Hause, konnte nicht arbeiten. Ab nächste Woche geht's dann zum Glück wieder. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall richtig gespannt auf den 7. Teil. Ich habe den wirklich lange nicht mehr gehört. Ich glaube, ich weiß auch vieles jetzt nicht mehr von dem ganzen Ende, was da noch passiert ist. Und ich hoffe, dass ihr jetzt Spaß hattet auch bisher. Und ich hoffe, dass ihr euch genauso wie ich noch auf den letzten Potter Talk freut und da auch wieder fleißig einschaltet. Bis dahin. Ciao.